New Yorker Apartment von Francis Ford Coppola, dem wichtigsten Mann des neuen Hollywood, bespricht Tom Luddy mit Hans-Jürgen Süberberg die letzten Vorbereitungen zur Premiere von Süberbergs 7-Stunden-Film Hitler. Room 907. It sold out so quickly that we took, there were 300 seats. Es war so schnell ausverkauft, dass die Leute sogar Karten für die Plätze haben wollten, von denen aus man nur 80% der Leinwand sehen kann. Wissen Sie, das Komische ist, hier lief beim New York Film Festival Die Ehe der Maria Braun. Das war der letzte Film, der in diesem Saal gezeigt wurde. Gab es eine Diskussion? Ich weiß nicht. Ich war nicht hier. War er da? Auf der Bühne? Werde bloß nicht eifersüchtig. Er will der Erste sein, der sich verbeugt. Ich wollte nur wissen, wie man reagiert hat. Der Film ist sehr gut angekommen. Now there's a new and somewhat controversial film about Hitler. Hitler seen through the eyes of Germans. Süberberg hat keinen Grund zur Eifersucht. In Deutschland nicht gerade vom Wohlwollen der Kritik getragen, wird ihm hier von den Medien schmeichelhafter Aufmerksamkeit gewidmet. Let me say right from the start that our Hitler, a film from Germany, is not at all a retelling. Das Interesse kommt nicht von ungefähr. Dahinter steht die Promotion von Coppola, der Hitler als das Filmereignis der 70er Jahre präsentiert. The perverse complexities of the man called der Führer. Ein ungewöhnliches Unternehmen, widerspricht doch dieser Film so ziemlich in jeder Hinsicht den Sehgewohnheiten des amerikanischen Publikums. Ungewohnt die Länge von 7 Stunden, ungewohnt auch die Bilder. Und doch kann man damit rechnen, dass die Amerikaner dem Thema Hitler ein nie müde werdendes Interesse entgegenbringen. Was bedeutet das alles für den Regisseur? Hat er sich gewünscht, ausgerechnet mit diesem Film hier seine Premiere zu erleben? Naja, also ich hätte mir schon gewünscht, dass das in Amerika genauso angefangen hätte wie in Paris, mit Ludwig vielleicht. Und dann in der Reihenfolge der Filme, so wie sie entstanden sind. Aber das ist nun nicht passiert, aus vielen Gründen. Und nun ist dieser Film da, der ja wirklich eigentlich die Hauptkonfrontation ästhetisch ist zu Hollywood. Also das heißt, wenn die diesen Film fressen, dann ist es für mich keine Frage, dass die anderen also wirklich nur noch freundliche Desserts als Dreingabe sind. Wenn man heute dem deutschen Film in Amerika Beachtung schenkt, dann liegt das zuallererst an den New Yorker Zeitungen, wie hier der Village Voice und einem Kritiker wie Andrew Sarris. Seit der französische Film an einer künstlerischen Krise dahinsicht und der italienische an finanzieller Auszehrung leidet, hat man sich dem New German Cinema zugewandt. Aber einen German Film Boom in Amerika, von dem man in Deutschland so gerne spricht, gibt es denn wirklich? Andrew Sarris. Im Moment schon. Vor allem zwei Ereignisse sind es. Der enorme Erfolg von Die Ehe der Maria Braun, der erfolgreichste deutsche Film seit Mädchen in Uniform, in den frühen 30er Jahren. Und zum Zweiten das besondere kulturelle Ereignis vom Hitlerfilm, verbunden mit einer ziemlich ungewöhnlichen Werbekampagne. Coppola schickt ihn durchs Land, wie man das von Konzertveranstaltungen gewohnt ist. Die Leute sind wirklich interessiert und neugierig. Zweifellos hat hier Susan Sonntags Lobgesang geholfen. Sie hält den Film für eines der großen Kunstwerke unseres Jahrhunderts. Im Moment jedenfalls interessiert man sich sehr für deutsche Filme. Das hat sich innerhalb der letzten 8 bis 10 Jahre entwickelt und mittlerweile nimmt auch ein größeres Publikum daran Anteil. Auf dem Weg zur Premiere. Mit dabei Tom Luddy, der ehemalige Leiter vom Pacific Film Archiv in Berkeley, und die Kritikerin Susan Sonntag. Where you are, your caps.
Nicht im Kino an der Ecke wird der Film gezeigt, sondern in Opern und Konzerthäusern. 7 Stunden Film mit 1,5 Stunden Pause. Damit wird der Hitler-Film wie von selbst zu einem außergewöhnlichen Ereignis. Doch Kino im Konzertsaal, das ist auch ein Test für Coppola, der nach Wegen sucht, das starre amerikanische Verleihsystem zu umgehen. Filme, die nicht aus Hollywood kommen, haben von vornherein nur Außenseiterchancen. Von 30.000 Kinos im Land zeigen nur 15 das ganze Jahr über europäische Produktionen. Veranstaltungen wie hier in der Avery Fisher Hall, normalerweise das Stammhaus der New Yorker Philharmoniker, lassen plötzlich auch Außenseiterfilme kommerziell interessant werden. Süberbergs Film spielte in New York bei nur 4 Vorstellungen $100.000 ein. Alle, die nun noch einmal Stalingrad sehen wollen, oder den 20. Juli, oder den einsamen Wolf im Bunker seines Niedergangs, oder das Nürnberg der Riefenstahl, müssen wir enttäuschen. Wir zeigen nicht die nicht wiederholbare Realität, auch nicht die Gefühle der Opfer mit ihren Geschichten, auch nicht die Geschichte der Sachbuchautoren und die großen Geschäfte mit Moral und Horror. Süberberg als Gast bei einer Talkshow von NBC. Perfekt arrangierte Imagepflege, die gerade hier in Amerika Grundvoraussetzung für jeden Erfolg ist. This is now for this, the night. Yeah, we tape every night for that night's broadcast. Yes, but what you're doing now, it's for the night, not for the morning. No, for the night. For the night. Yeah, for 1 o'clock this morning. Yeah. Do you have late night TV? Yes. You do? Yeah. All night long? No. Everyone sleeps. Just, it's a very relaxed, informal show. Okay? See you later. A monumental work has received, I have to tell my audience, terrific write-ups here in New York City and terrific. Am gleichen Abend in der Wohnung des amerikanischen Regisseurs Martin Scorsese. Sure, in the main cities. In the main cities. And but as Hans himself has said, you really have to come prepared. It's not something you're walking in the spur of the moment and say, I guess we'll go see that this afternoon. You really should kind of read the advances out before you go. Thank you for being with us tonight. And continued success with your film and your future projects. We will continue after this for the NBC television stations coast to coast. Okay. That's it. Yeah. That's good. Yeah. Advertising. Yeah. Very well advertised. You're right. Gute Werbung. Es war eine klare Aussage darüber, wie man den Film zeigen sollte. Ich finde das sehr gut. An so etwas können sich die Leute leicht erinnern. Sie wissen, da ist ein Film, es ist ein großer Film, er wird sehr bewundert. Und wenn Sie die Mühe nicht scheuen und ein großes Erlebnis haben wollen, dann ist das der richtige Film. Werbung. Da muss man halt mitspielen. John Simon vom New York Magazine ist im Gegensatz zu Andrew Saris auch nach den jüngsten Erfolgen ein eher skeptischer Beurteiler des German Film Boom. Naja, in den Großstädten gibt es das sicher, besonders in New York, vielleicht auch einigermaßen in Chicago, auch Los Angeles möglicherweise, vielleicht auch Boston käme noch in Betracht. Aber sonst, glaube ich, ist das nicht der Fall. Thank you. Aber das hat natürlich nichts Besonderes gegen den deutschen Film zu sagen. Das soll nur heißen, dass Fremdfilme in den kleineren Städten, also im richtigen Amerika, im wirklichen Amerika, nicht besonders populär sind. Was hat nun diese Kritiker und dann schließlich auch das Publikum an diesen deutschen Filmen interessiert? Also, das hing von den Filmen an. Zum Beispiel bei Herzog war das Faszinierende wahrscheinlich, dass sie sie nicht verstanden. Und dass es so ein großes Mysterium gab. Was bedeuten diese Filme? Was wollen die Kerle sagen? Und natürlich ist Deutschland aus 2 Gründen interessant für Amerika. Erstens, weil es der ehemalige Feind ist und jetzt vielleicht zum neuen Freund und Verbündeten geworden ist. Und dann zweitens darum, weil es so lange keine deutsche Filme gab und das jetzt was ganz Neues ist. Also ein deutscher Film auf einmal, das ist so wie ein fliegendes Pferd oder so etwas.
In San Francisco, wo Coppolas Stadtvilla zu einem offenen Haus für Filmemacher aus aller Welt geworden ist, kam es im Sommer 1979 auch zu einem Treffen deutscher Regisseure. Tom Luddy hatte Süberberg bei Coppola eingeführt. Hier unterhielt man sich über das Kino der 80er Jahre und neue Vertriebsformen. In diesem Haus schrieb Werner Herzog das Drehbuch zu seinem neuen Film Fitzgeraldo. Coppola zu seinem Interesse an den deutschen Filmemachern. I don't think I became interested in German filmmakers by specifically deciding they were German. I think ich habe mich nicht deshalb für die deutschen Filmemacher interessiert, weil sie Deutsche sind. Als ich mir die Filme anschaute, die heute so gemacht werden, wurde mir jedoch klar, dass es da eine ganz vitale Kraft gab, die aus einem Land kam. Ich glaube, das kommt daher, weil Deutschland nach dem Krieg seine Filmindustrie verloren hat, die in den 20ern so stark war und in den 30ern Hollywood beeinflusst hat. Es gab also keinen etablierten Film mehr in Deutschland. Und so kam es, dass in den letzten 15 Jahren etwas völlig Eigenes entstanden ist. Coppola ist nicht von selbst auf die deutschen Filmemacher gestoßen. Ganz in der Nähe von San Francisco in Berkeley war Tom Luddy 8 Jahre lang Direktor des Pacific Filmarchivs. Zunächst als Freund, heute als Mitarbeiter, hält er für Coppola weltweit Verbindungen mit Filmemachern. Tom Luddy hat wie kein anderer das Interesse am deutschen Kino hier vorbereitet. Und er ist auch die Schlüsselfigur für alle neuen Kontakte mit Hollywood geworden. Yeah, I tried to get you from California, but Tom Luddy wird auch als Director's Director bezeichnet. Das ist ein Begriff, der eigentlich ganz gut auf ihn passt. Der organisiert in einer ganz spontanen und sehr lebendigen Weise Filme und die Regisseure, die sie gemacht haben. Zum Beispiel hat er immer ein offenes Haus, wo also permanent Leute da sind. Also Glaube Rocha hat lange bei ihm gewohnt. Verschiedene andere Brasilianer oder aus der Sowjetunion, Larisa Schepitko oder wer auch immer da ist, der steigt bei ihm ab. Er weiß auch, die Leute, die also noch keinen Rückhalt haben beim Publikum, so zu organisieren, dass ein Überleben für diese Leute da ist auf einmal. Er bringt auch die richtigen Leute immer im richtigen Moment zusammen. You know, I was very enthusiastic and I had a place here at Pacific Film Archive and in Colorado. Ich war sehr begeistert. Telluride Film Festival. Mit dem Filmarchiv in Berkeley und dem Telluride Film Festival hatte ich die Möglichkeit, Filmemacher hierher zu bringen. Mit großer Unterstützung vom Goethe-Institut begannen wir 1973 mit Wim Wenders. Er war da, Schröter und Herzog kamen. Ich freundete mich mit ihnen an und lud sie immer wieder ein. Und durch das Pacific Film Archiv lernten sie Coppola kennen, der sie unterstützte. Schröter kam und Herzog kam und you know, I became friendly with him and I kept inviting them back and through the Pacific Film Archive here they met Coppola, who helped a bit. And well, to be concrete, for example, Herzog, I made a tribute to him at the Telluride. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, Herzog. Er war 1975 auf dem Filmfestival in Telluride, wo er sich mit Jack Nicholson anfreundete. Jetzt macht er vielleicht einen Film mit ihm. Und als er dann nach San Francisco kam, zeigten wir Coppola Caspar Hauser. Coppola rief dann bei Cinema 5 an, dem besten Verleiher in New York, und sagte, nehmt den Film, wenn etwas schief läuft, dann bezahle ich es euch. Das war das erste Mal, dass ein Herzog-Film mit finanzieller Unterstützung und entsprechender Publicity gezeigt wurde. Money behind it, any publicity behind it, and daraufhin kam dann ein anderer Verleiher und die nahmen Aguirre, weil sie dachten, da muss doch etwas dahinter stecken, wenn Coppola und Cinema 5. They took Aguirre because they thought something must be here if Coppola and Cinema 5. They took Aguirre and that started to go. So I was instrumental in all of that dealing. Glauben Sie, die Deutschen werden in Amerika bessere Filme machen als zu Hause, wo sie doch ziemlich unabhängig waren? Well, we'll see. I mean, I think that they have to get it out of their system. I mean, you know, they have to do it. I mean, they, you know, Hollywood. Nun, wir werden sehen. Ich glaube, sie müssen es tun.
Hollywood ist noch immer das Mekka für viele europäische Regisseure. Ich war eigentlich immer dagegen und sagte, warum wollt ihr nach Hollywood und dort große Filme machen? Jetzt sehe ich ein, dass man sie nicht halten kann. Ich bin da nicht mehr so dogmatisch. Immerhin haben Leute wie Fritz Lang, Murnau und Lubitsch hier Erfolg gehabt und sie waren wichtig für den amerikanischen Film. Und jemand wie Milos Forman ist ganz zu einem amerikanischen Regisseur geworden. Sie meinen also, die Deutschen sind mittlerweile schon internationale Regisseure und müssen nicht befürchten, in Hollywood ihren Stil zu verlieren? Ich glaube, der amerikanische Freund, das war schon ein halber Schritt hin zu einem internationalen Film. Und gerade für Wenders könnte Hollywood der Höhepunkt seiner Karriere werden. Wenn Coppola heute an den deutschen Filmemachern Interesse zeigt, dann hat das auch mit dem schnell expandierenden Videomarkt zu tun. Die amerikanische Filmindustrie, allen voran Coppola, erwarten sich einschneidende Veränderungen im Filmgeschäft. Coppola ist ja gar nicht so unkommerziell, wenn er diesen Film übernimmt. Denn Coppola weiß, dass in 5 oder in 10 Jahren dass auch das Filmgeschäft anders aussehen wird als heute. Ich glaube, dass in 5 oder in 10 Jahren wird sich das Geschäft des Filmmachens verlagern vom Kino weg in das Haus. Und man wird das Filme anschauen, wie man Schallplatten hört, auf Kassetten an großer Wand. Und dann braucht man andere Filme als heute. Und dies ist so ein Film, den man dann braucht. Und das weiß Coppola ganz genau. Ja, Coppola bat also, den nächsten Film mit mir machen zu dürfen. Und wirklich so, wie ich das jetzt sage, mit großer Freude und auch fast rührende Ängstlichkeit, dass ich das eventuell nicht tun würde. Aus Protest gegen Hollywood gründete Coppola 1969 in San Francisco seine Produktionsfirma American Zoetrope. Doch was er hier zu verwirklichen versucht, erinnert in manchem an die goldenen Tage von Amerikas Filmmetropole. This is very much the old system. It is totally the old system with the exception. Und das ist ganz genau das alte System. Mit der Ausnahme, dass wir innerhalb der nächsten 2 Jahre die alten Methoden eines Filmstudios mit all seiner Talentförderung und Beschäftigungsmöglichkeit für Künstler, die in einem Team, also in einer Art Familie zusammenarbeiten, in ein modernes elektronisches Kino überführen wollen. Und das wäre ein Schritt weiter, als wir jetzt sind. Wenn die Deutschen heute in Amerika Erfolg haben, dann nicht zuletzt auch wegen Coppolas Ehrgeiz, ein zweiter Selznick zu werden. Ich sehe mich hier in der Position, dass ich auch die Filme, die ich produziere, beeinflusse. Wenn ein Film unter meinem Namen produziert wird, dann bedeutet das, dass ich mit jedem Aspekt des Filmes auch wirklich zu tun habe. Das war so bei American Graffiti, bei Black Stallion. Keiner dieser Filme wäre ohne mein Engagement gemacht worden. Auf ständiger Suche nach Talenten stieß Coppola bisher, wie es den Anschein hat, nur auf Herzog, Süderberg und Wenders. Doch was ist mit den anderen deutschen Regisseuren? Ich denke, dass ich in meinen Gesprächen mit Fassbinder und Volker Schlöndorff und anderen klargemacht habe, dass wir sehr offen sind für begabte Filmemacher aus der ganzen Welt. Glauben Sie, dass diese Regisseure hier so unabhängig bleiben können, wie sie es in Deutschland waren? Sicher nicht. Hollywood bedeutet eine ganz bestimmte Art von Filmproduktion, die im besten Falle große Filme herausbringt. Aber doch Filme, die eine ganze Reihe von Genres erst möglich machen. Die unabhängigen Filmemacher, die improvisieren und eher persönlich arbeiten wollen, für die ist es besser, nicht hier zu sein, sondern in einem Land oder in einem Ort, wo man mit weniger Geld und einem kleinen Team arbeiten kann. Einige der deutschen Regisseure haben die Ghetto-Grenzen des Filmförderungskinos durchbrochen. Sie sind bereit, die Unabhängigkeit von Marktzwängen gegen die Möglichkeit einzutauschen, teurere Filme machen zu können. Do you know any other German directors besides Fassbinder? Yeah, Herzog.
Haben Sie Filme von Herzog gesehen? Ja. Aguirre und Wojciech. Kennen Sie andere deutsche Regisseure neben Fassbinder? Nein. Aber da ist der neue Film Our Hitler. Den werde ich mir anschauen. Haben Sie irgendeinen anderen deutschen Film gesehen? Okay, not in my recollection, at least. Have your tickets ready, please? Maria Bruno. Wird der typische Silberberg-Stil nicht einfach am System Hollywood scheitern müssen? Das wird man nun sehen. Also ich mache ja einen ganz vorsichtigen Schritt. Ich nehme wahrscheinlich jetzt erst einmal die Hilfe und das Geld mit der Absprache, die ich gesagt habe, keine Entscheidung darf zugunsten von Geschäft korrumpiert werden. Wenn mir das zugesichert wird, werde ich mein Bestes tun, damit auch alle zufrieden sind. Das heißt, die Seele voll werden, wo auch immer. Trotz Euphorie auch Skepsis. Glauben Sie, es ist gut, dass die Deutschen hier Filme machen? Ich denke schon. Und das viele Geld in Hollywood, wird das nicht den Stil kaputt machen? Might be spoiled by all the money in Hollywood. That can easily happen, yeah. That may happen once. Das kann leicht passieren. Und wenn es einmal passiert und man das Glück hat, eine zweite Chance zu bekommen, dann macht man es nicht doch.